Simon, für mich so ein bisschen der jüngere Bruder von Kevin, was meinst du? Du hast mit ihm auf der LAN gezockt. Ich würde tatsächlich sagen, dass Rob hier, meine persönliche Meinung, der stärkste Spieler auf der Map ist. Aber Okay. Simon auch Civil durchweg War. ein konstant guter Spieler. So, liebe Musikleiser-Macher, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zu einem weiteren D-Settlers Tournament. Und endlich habe auch ich mal die Ehre, euch ein Achtelfinale zu präsentieren. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auch sehr auf meinen backenzahngeplagten Co-Moderator. Hallo David, grüße dich. Ich grüße euch. Hallo. Also David kann heute nicht ganz so viel reden. Lässt sich es trotzdem nicht nehmen, hier mit zu kommentieren, denn ihm haben sie heute was rausoperiert, David? Ja, den vorletzten linken Backenzahn. Sehr geil. Ja, den braucht eh keiner. Das kommt Nö. davon, wenn du immer die Bierflaschen mit den Zähnen aufmachst. Das solltest du Ja, lassen. als Jugendlicher war das halt eine Jugendsünde, ja. So, und Ja. last but not least, nicht den Flo vergessen. Hallo Flo, du wirst wieder alle Fragen im Chat beantworten. Weitergeben an uns und wir werden sie beantworten. So rum. Hi Flo. Jetzt betont er schon auf alle Fragen. Moin. Wie? Du liest manche nicht vor? Die unnötigen. Ah, okay. Ehre. So. Die Ente ist Ja. auch am Start, habe ich gesehen. Quack, quack, quack. Und die Spieler sind auch am Start, habe ich gesehen. Und weiß nicht. Ich glaube, einer hat noch irgendwie gesagt, eine Minute AFK oder so, aber die habe ich gerade bestimmt schon totgequatscht. Von daher wird es auch gleich losgehen. Alle sind Okay, ready, alle sind finally. ready. Drücke drauf. Wuhu! Es geht Tournament, los. Leute, Tournament. Was ist denn das? Richtig Wow, gut, das ne? nenne ich meine Wall. Respekt. Da geht nichts. Okay, Leute, dann stellen wir erstmal das Übliche ein, während wir mal zu Weiß springen und Spielzeit, dann müssen wir noch ein bisschen die Map hier anpassen. So. Mit zwei So. Steinfällen da relativ nah. Schauen wir uns erstmal die Map an. Hier passiert ja sonst. Wir haben ja jetzt ja 60 Minuten Zeit und ich könnte vielleicht noch Vollbild machen, bevor jemand motzt. So, okay, also folgendermaßen. Wir haben einen Berg im Prinzip, der sich um die ganze Map zieht. Wir haben innerhalb des Berges extrem viel Stein. Alter Schwede. Also ein Meier könnte vielleicht Interesse daran haben, in die Mitte reinzukommen. Relativ schnell sogar, ja. Da er nur zwei Steinfelder zur Verfügung hat, Und es in spielen unmittelbarer Nähe. Maya, Römer, Römer. Römer. Ehrlich? Trotzdem drei Römer? So, jetzt tue ich mich natürlich hart. Wer ist denn TCG Prime und wer ist TCG Slayer? Also einer davon ist Also Rob. ich kann sagen, dass der Maya auf jeden Fall der Alex Supertramp ist. Okay, Amaya ist Supertramp, dann ist der Rob der weiße Römer. Ja. Korrekt? Ja. Okay, dann haben wir gelb. Das ist dann Simon, Buschi und oben Mitte. Lila standesgemäß Sandy. Cool. Okay. Sonst noch irgendwelche Nettigkeiten auf dieser Map? Wir haben noch kleine Berge ein bisschen nördlich bzw. südlich der Position. Und wir haben zwei Inseln. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Regelung für Inseln ist. Dürfen die da hin? Dürfen die da nicht hin? Schiffe Ja, sind sie ja dürfen. erlaubt. Eigentlich dürften die doch dahin. Aber sie dürfen keine neue Siedlung aufbauen dort. Sie dürfen einen Turm bauen, aber keine neue Siedlung. Steht aber nicht in den Regeln. Hatten wir so in den Dings besprochen. Okay. Sonst würde ich erstmal gucken, meinen Safe-Turm auf irgend so eine Insel zu setzen. Wobei man nach unten rechts und oben links auch geil den Turm verstecken kann. Ja, absolut. Weiß ja nicht, ob es da. Das war auch so das Problem, warum das letzte Turnierspiel wohl so lange gedauert hat, weil jeder seine Türme im Prinzip irgendwo versteckt hat. Auf dieser riesengroßen Map.
Verstehe ich auch nicht ganz, warum die Map so groß sein muss, warum man nicht kleinere Varianten genommen hat, aber gut. Egal. So, David, lass uns mal zu Sandy gehen. Fangen wir mal bei der Frauenpower an. Was sehen wir denn da? Ja, Sandy hat schon 3 Steinmetze stehen. Etwas viel, wie ich finde. Als Römer. Würdest du auch Römer spielen? Einen Holzfäller. Im HGHG? Hier würde ich Maya spielen, tatsächlich. Da ich ja wirklich nur über den Berg drüber muss und dann erstmal mit Stein versorgt wäre, ne? Das ganze Spiel über wahrscheinlich. Ich habe von Kevin gelernt, als Römer auf HGHG grundsätzlich immer mit 2 mittleren Wohnhäusern beginnen, weil du die Siedler einfach relativ zügig brauchst. Sandy macht das zum Beispiel komplett anders. Spielt aber jetzt auch keine Rolle bei ihr. Du brauchst die Siedler, also wenn du, es ist halt gefährlich, normalerweise reicht ja ein mittleres Wohnhaus, aber du musst halt das zweite relativ zeitig setzen und wenn du da den Zeitpunkt nicht gut triffst, dann verlierst du halt relativ viel. Mhm. Okay, schauen wir zu Simon. Simon hat 2 gebaut. Mhm. Ist auch gefühlt schon ein Stückchen weiter, also zumindest baustellentechnisch. Er hat jetzt 2 Holzfäller stehen, ein Förster. Die anderen Holzfäller stehen gleich auch. Wie ist das eigentlich so, wenn man so ein Loch zwischen den Zähnen hat? Kann man da seine Zunge so reinstecken? So? Ich weiß nicht, ich versuche relativ noch zu vermeiden, da irgendwie dran zu kommen. Noch, ja, relativ unangenehm ist, ne? Was war denn mit dem Zahn? War da ein Loch drin? Oder? Er war entzündet bis auf den Nerv. Ich habe eine Krone verloren Dienstag. Okay. Ja. Und bitte. Ja. Rip und so. Mhm. Apropos Rip. Einen Zahn gezogen zu kriegen ist richtig Rip, kann ich nur sagen. Apropos Rip, gehen wir mal zu Rob. Zu Weiß. Das sieht eigentlich, ja, Siedler-typisch, die ersten 5 Minuten sieht man eigentlich nicht große Unterschiede. Aber Rob steht schon ordentlich was. Ja, aber ich glaube, Rob hat auch die bessere Position gehabt. Direkt, er konnte direkt an seinem Turm direkt die Steinfelder bauen, direkt Holz. Ja. Das ist eigentlich die perfekte Startposition. Ich weiß nicht, ob sie identisch sind. Ja, doch. Bei Simon sieht es eigentlich ähnlich aus. So, und dann schauen wir noch unseren Maya an. Unser Maya dürfte natürlich wie immer am Anfang der Schnellere sein. Ja, Maya hat schon 5 Steinmetze, 4 Holzfäller, Sägewerk, ein Wohnhaus. Viel mehr geht auch gar nicht. Fängt jetzt an, ich glaube, da steht schon eine Eisenschmelze. Und er hat richtig gute Ressourcen am Berg. Eisen, ja. Kohle, Gold, Stein, alles gefunden, ne? Er kann direkt alles setzen eigentlich, ja. Ja. Und wie schaut das und bei den anderen aus? Und auch einen relativ guten Goldspot. Dann müssen wir mal bei Rob gucken, da sieht das nicht so gut aus. Er hat zwar auch alles schon gefunden irgendwie am Berg, aber schwierig zu erreichen. Bei Simon, da sieht es auch nicht so, hat auch alles gefunden, aber ich weiß nicht, wie ist das auf Spiegelmaps? Sind die Ressourcen auch gespiegelt? Ja, eigentlich der Berg ist auch gleich. Müsste dann Rob, nee, hat mein die Steine. Ja, aber nicht 1000%ig gleich. Ungefähr gleich. Und bei Rob sind die Schilder jetzt ja auch wieder weg. Und bei Maya verschwinden sie gleich auch. Obwohl, der hat schon echt eigentlich mehr Gold als alle anderen. Ne? Und Sandy hat das Pech. Sandy hat erstmal überhaupt kein Eisen. Dafür jede Menge Kohle. Ja, da rechts ist sie gerade auf Eisen gestoßen ein bisschen. Ja, da kommt sie, kriegt sie wahrscheinlich aber gar keinen Turm in die Richtung gesetzt, vor lauter Stein. Da pioniert sie schon, ne? Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Also, sie weiß schon, was sie tut. Mhm. Ja, Sandy ist ja erfahren. Erfahrene HGHG-Spielerin. Und Atvus, danke für 100 Bits. Ich weiß immer noch nicht, wie viel oder wenig das ist. Aber danke, danke, danke. Ich gehe von 1000 Euro aus. Mindestens. Okay, Maya. Sehr interessant. Es geht los. Eisenschmelze. Wahrscheinlich daneben wird eine Werkzeugschmiede kommen. Tippe ich mal.
Jo. Hätte ich aber jetzt nicht so gebaut, ne? Hätte ich ein bisschen nach... Nee, egal. Wir wissen ja jetzt von der Turniermap, wie man seine Gebäude zu setzen so hat, dass sie perfekt laufen. Aber in so einem HGHG, wenn man die Map nicht kennt, das alles zum ersten Mal spielt, dann schmeißt man natürlich schnell wieder vieles über den Berg. 1 Euro Hartgeld, 100 Bits. Na, immerhin, danke. Eine Kugel Eis. Und wir haben, Leute, schon über 100 Zuschauer und wir sind erst 8 Minuten im Spiel. Danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr alle zuschaut. Hammergeil. Sehr cool. Vielen Dank. Für Siedler 4, also wenn ihr viel Twitch oder YouTube schaut und dann denkt, was, 100 Zuschauer, was will der eigentlich? Das ist doch nicht viel. Für Siedler 4 ist das echt richtig, richtig, richtig gut. Ja, sehr cool. Danke, dass ihr da seid. Also nicht weggehen und so, ne? Okay. Wir versuchen euch auch so ein bisschen zu entertainen, ne, über den Abend und hoffen natürlich, dass die Sause, jetzt wollte ich schon die Soße sagen, hier nicht 3 Stunden geht heute wieder. Aber ich glaube, da ja auch Simon dieses Spiel mitmoderiert hat, dieses 3-Stunden-Spiel, nee, ich kann mir nicht vorstellen, nee, die spielen hier anders. Die werden sich töten. Sabos ein Unentschieden war für mich eigentlich, normalerweise mit Sabos ist eigentlich safe, gibt es irgendein Team gewinnen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hab gesehen, also ich habe immer noch mal so, ich hatte keine Zeit, ich habe immer nur so ein bisschen so reingeswitcht und hab gesehen, dass da auch viele Sabos waren und ich habe gesehen, dass zum Beispiel beim Römer der komplette Berg von den Sabos weggerissen wurde und das Spiel ging trotzdem weiter. Keine Ahnung warum, ob dann irgendwie im Gegenpush irgendwie auch alles verrissen worden ist. Also sie haben sich schon dreckig gegeben, aber irgendwie, ja, keinen Tod bekommen. Okay. Ulf fragt gerade, wird unter mehr als 100 Zuschauern Merch verlost? Wenn ich was zum Verlosen hätte, würde ich es tun. Ich denke, du aber hast doch deinen Shop, den ich nur empfehlen kann. Du hast doch noch gar nichts bestellt. Sagt wer? Ich. Deine Mütze läuft außer Konkurrenz. Die ist ja auch ein Einzelstück. Ja, das ist Gamescom 2019 Edition. Die gibt's nur 5-mal. Und ich habe keine. David, sag mal, zu wem soll man gehen? Sandy, komm, lass mal Sandy gucken. Sandy. Gucken wir mal. Sandy zieht oben noch eine 2. Holzproduktion aus, so ein bisschen Platz geschuldet, aber eigentlich macht sie das ganz gut. Sie packt das Ganze ein bisschen so vom Berg weg. Vielleicht hätte sie das gleich so machen sollen und nicht die untere Holzfällerei, weil der Platz wird ihr später fehlen für die Schwerindustrie. Das ist ein bisschen blöde. Was ich auch interessant finde, was ich jetzt auch immer öfter sehe, sie hat erstmal auch fast gar nichts in Richtung Förster gebaut, egal. Man muss sowieso erstmal ein bisschen Platz machen für die ganzen Gebäude. War ja auch relativ viel Wald da für den Anfang. Ja, und das setzt sie jetzt nach und nach, in der Hoffnung, dass es noch reicht. Und die Holzfäller jetzt nicht zu schnell sind. Kann ja auch schnell passieren, ne? Dass man dann ein bisschen so in Holzmangel reinläuft, weil mal eben keine Bäume mehr da sind. Ruckzuck, ja. Oder könnte jetzt Andorra, ich weiß nicht, ob Andorra zuguckt, uns eine Doktorarbeit drüber erzählen, wie sich das mit dem Wald verhält. Ich glaub, wo ist Andorra eigentlich Andorra? Was? Andorra ist nicht da. Okay. Der hilft im Laden aus. Im Laden? Was schafft er denn? Weil seine Frau hat doch ein Backwerk und er arbeitet doch bei Daimler und er hilft der Frau im Backwerk. Er verteilt also Brötchen bei Daimler? Okay. Lassen wir das. Hi Robin Herold. Lese ich gerade. Macht mal bitte ein Match gegen Henno. Ja, würden wir ja, aber Henno will nicht. Kein Ding. Aber Henno kneift. Er spielt auf zu wenig Multiplayer. Nee, er spielt lieber gegen die er gewinnen kann. Gegen Pizwin meinst du? Zum Beispiel.
Okay. Nee, warte mal. Beim Weißen waren wir schon lange nicht mehr. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dicht auf dicht, ich weiß nicht. Also, ich gebe mal beim Rob eine Prognose ab. Er wird mit seinem mit seiner Holzproduktion, wenn das Spiel lang geht, irgendwann ein Problem kriegen. Denn er hat er so gebaut, dass später seine ganzen Wege durch seinen Wald gehen werden. Bin mir sicher, er wird später viel unter seinem Wald bauen müssen aufgrund Platzmangel. Und deshalb werden seine ganzen Siedler zum Berg hin alles kaputt trampeln und da werden keine Bäume mehr wachsen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Ja, jetzt kann er noch seinen Weg nach rechts ziehen, aber das... Wobei, Sandy hat es anders gemacht. Sandy hat dafür keinen Platz am Berg. Muss man sehen, ja. Ich sehe gerade, der größte Kompromiss ist hier noch, war noch nicht abzusehen. Du hast gerade eine Donation gekriegt. Ja, Cedric Schuh, danke für 5 Euro. Richtig geil, dass so ein Turnier gestreamt wird. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Nein, Ausrufezeichen. Großen Dank an alle Beteiligten. Ja, danke, dass du da bist, Mensch, cool. Ist eine Stunde Peace Time? Ja, wir können ja, wir haben ja Zeit, wir können mal ein bisschen über die Regeln reden. Also wir haben hier generell eine Stunde Peace Time. In dieser Stunde, also ist es nicht erlaubt, beim Gegner irgendwie reinzubauen, mit Dieben irgendwas zu klauen, das ist auch nicht erlaubt. Aber natürlich dürfte mit Dieben schon ein bisschen erforscht werden. Nach einer Stunde darf gekämpft werden und die zweite Peace Time endet nach 90 Minuten, also wenn sich kein Sieger abzeichnet in den ersten 1,5 Stunden, dürfen dann auch Saboteure verwendet werden in der Hoffnung, dass das Spiel dann irgendwie in irgendeine Richtung irgendwann mal zu Ende geht. Beim letzten Mal war es ja wie gesagt nicht so. Mal gucken. Und dann Schiffe oder solche Sachen sind hier alles erlaubt. Eigentlich ist alles erlaubt nach 60 bzw. 90 Minuten. David, habe ich irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist so alles. Es gibt noch so ein paar Feinheiten, die fallen mir aber gerade nicht ein. Wo wir dabei gerade sind, das hatte vorhin noch mal einer gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, auch jetzt hier auf der Map Maya zu spielen, weil es spielen jetzt ja 3 Leute Römer. Es kommt drauf an, wie man sich wohler fühlt, ne? Und man kann hier beides gut spielen. Der Maya wird wahrscheinlich einen Tick voraus sein, aber wird wahrscheinlich auch kurzzeitig einbrechen, weil er ja über den ganzen Berg hier pionieren müsste, um am nächsten Steinfeld zu sein. Die 2 Steinfelder sind ja relativ schnell weg als Maya. Genau, und er hat ja sonst, gut, das hat er auch entdeckt mit seinen Bogenschützen. Er hat ganz rechts noch ein Steinfeld, das ist aber relativ weit weg, da muss er erstmal hinkommen. Ja, das ist zu weit weg. Und nur von Steinminen kannst du als Maya auch nicht leben, also er muss eigentlich gucken, dass er über den Berg drüber kommt. Und das relativ schnell, ja. Und das tut er eigentlich nicht. Nee. Hat er überhaupt Pioniere? Nee. Verwendet er nicht. Also man sieht ja eigentlich jetzt schon bei ihm, wir haben jetzt gerade mal eine Viertelstunde rum und das obere Steinfeld, das ist schon komplett eingeschrumpft. Ja, nochmal eine Viertelstunde und hier wird kein einziger Stein mehr liegen. Bin ich mir sicher. Ja. Definitiv. Ist jetzt dann auch relativ zeitnah an dem oben, aber die Laufwege sind halt einfach nur ja, des Todes. Ja, also könnte er besser über den Berg gehen. Sich da ein bisschen auch Platz machen für ein bisschen Schwerindustrie noch. Die Frage ist, ob er das überhaupt gesehen hat über den Berg. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob er darüber gescoutet hat. Ich sehe nur einen Bogenschützen da. Hat er einen Bogenschützen? Einen Bogenschützen hat er, ja, aha, stimmt, auf der Höhe vom Schnee links im Stein. Ja, ich sehe ihn, okay. Jetzt können wir mal gucken, wir hatten alle schon eine Werkzeugschmiede stehen. Also, Maya, klar, muss, ne? Um zu überleben, er muss nämlich ums Verrecken ganz, ganz viele Steinmetze bauen und braucht sehr viel Spielzacken am Anfang. Und dementsprechend hat er auch schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Steinmetze. Das passt eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ja, und man sieht es auch daran, er hat eigentlich sogar zu viele Steine, denn die Steine liegen an den Steinmetzen rum und werden nicht abgeholt. Siedlermangel hat er auch nicht, passt eigentlich. Ne? Er baut zu wenig. Ich glaube, bei ihm ist aber gerade eher, weil wir hier ja auch keine Metzel spielen wie auf der Turniermap, sondern eher eine Buddel. Dass er hier auch einfach jetzt gerade ein Planiererproblem hat. Denn die ganzen Materialien und so weiter werden erst zu den Baustellen transportiert, wenn die Planierer durch sind. Stimmt das?
Bin gerade gar nicht sicher, was ich da gerade sage. Wenn sie angefangen haben zu planieren. Okay, auf jeden Fall. Auf einem gewissen Grad des Planierstatus tragen sie ihn. Auf jeden Fall muss bei ihm sehr viel planiert werden und viele Baustellen liegen deshalb komplett noch brach, weil eben noch keine Schaufel da war. So, um den Satz zu Ende zu bringen. Das werden aber alle das Problem haben. Beziehungsweise nicht wirklich, weil wenn wir jetzt mal bei Sandy gucken als Vergleich, wobei das beim Römer, bei einem Römerspiel auch wieder ein bisschen anders ist. Sie hat, ich glaube, sie spielt auch generell so, dass sie nicht zu viele Baustellen auf einmal hat. Also das ist auch so ein Ding, wo es bei mir immer schief läuft. Ich fange immer an, Wildgebäude zu setzen, bis alles zu spät ist. So was mir halt so gerade so in Gedanken kommt, was ich jetzt noch bauen müsste, und dann setze ich es halt und zerstöre damit meine ganze Wirtschaft. Wie machst du das, David? Kommt drauf an, wenn ich Römer spiele, dann bin ich eh verloren. Also ich bin ja absoluter Maya-Spieler. Als Maya-Spieler weiß ich schon, wie ich meine Gebäude, also wie ich die bauen kann und nicht. Man kriegt ja ein Gefühl für die Ressourcen, wie viele Ressourcen hat man, wie viel kann man ungefähr damit bauen und ja. Aber als Römer bin ich da auch ziemlich verloren. Sandy hat übrigens super ihren Berg erschlossen, muss ich gerade mal noch erwähnen. Dass wir vorhin gesagt haben, sie hätte kein Eisen, jetzt könnte sie locker 4-5 Eisenminen bauen und wäre damit die erste Stunde komplett safe. Das wird erstmal reichen, ja. Gold ist ein bisschen, ist ein bisschen weit weg. Aber an sich super. Auch super Position, gut gemacht, passt. Beginnt jetzt mit der Nahrungsproduktion. Hat schon 2 Fischerhütten stehen. Ja, das ist immer das Einfachste am Anfang, so ein bisschen an Essen zu kommen. Und fängt jetzt mit ihren Bauernhöfen an. Minute 19. Werden wir jetzt aber wahrscheinlich, wenn wir mal jetzt beim Simon gucken, bei allen so ungefähr sehen. Genau, bei Simon aber ist auch Simon schon der Bäcker im Bau. Ein Bauernhof steht. Der Bäcker im Bau, aber die Mühle noch nicht da. Und Simon hat auch schnell gemerkt, scheiße, meine Holzproduktion so nah am Berg, die wird nicht funktionieren auf Dauer, und hat mal eben alles umgesetzt nach oben hinweg. Ja. Hat er gut gemacht. Bei ihm Simon würde ich mich auch nicht wundern, wenn er irgendwann seine fünf Holzfäller unten abreißt. Mir fällt gerade auf, wo Ente das im Chat gerade anspricht. Du hast gerade gar nicht deine Texturen Pack drin, oder? Stimmt. Ich habe noch mehr nicht drin. Ich bin noch so ein bisschen lost. Ja. Ich bin froh, dass ich heute streamen kann. Dass alles funktioniert, dass ihr mir zugucken könnt und ich mit euch reden kann. Und das war jetzt einfach mal die Priorität für heute. Aber wir arbeiten dran. Wir kriegen das alles wieder hin. Fehlen eigentlich nur noch die lila Berge. Froh, wieder da zu sein. Genau. Ich bin einfach nur wieder froh, bei euch zu sein, Leute. Okay. Wir haben dich auch genug, sehr vermisst. Genug geschleimt. Jetzt wieder Tournament. Rob Weiß. Was macht der denn? Der expandiert in den Süden. Ja. Was ist das eigentlich für ein komischer Fluss? Ah, da sind sogar Fische drin. Ja, geil. Ja, das sind diese komisch gepinselten. Sieht aus wie ein Messer. Kackermesser. Ja, weil die Bäche ja an sich keine Wasseranimation haben, sehen die aus wie so ein gemalter Strich in der Landkarte. Okay. Bei Rob, er hat eine ultra krasse Holzproduktion hochgezogen. Auf einen Fleck, aber trotzdem. So wie er sie das jetzt gemacht hat, ich habe immer noch Bedenken. Man müsste es eigentlich jetzt schon langsam sehen. Nee, er hat noch keine Wege im Wald. Noch hat er Glück. Er hat noch keine Sperrindustrie gebaut. Sobald da Sperrindustrie gebaut wird, sobald wird die Nahrung hintragen. Da, wo sich den Platz auch freigelassen hat, sobald hier Schmelzen und Waffenschmieden stehen, werden die ihm den ganzen Wald kaputt trampeln. Spannend. Ich weiß nicht, vielleicht spielt es auch keine Rolle mehr später, je nachdem. Soll mal gucken. Sehr interessant auf jeden Fall. Und was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, er hat sich so ein bisschen scheiße sein erstes Steinfeld erschlossen. Er hat da so einen ganzen Strich drin, wo seine Siedler nicht durchkommen. Das ist jetzt auch noch kein Problem, aber jetzt hat er oben einen Turm gesetzt und das ist jetzt ein bisschen blöd zu laufen für die. Kostet ihn alles wieder so ein bisschen Zeit.
Ihm war halt wichtig, Türme so nah wie möglich, ist auch richtig eigentlich, so nah wie möglich am Berg zu setzen, um so viel vom Berg mitzunehmen, ohne Pioniere, wie halt geht. Ja, mal gucken. Aber warum er dann weiter nach Süden expandiert, na, müsste man nachher mal fragen. Wenn das Spiel nicht bis 3 Uhr nachts geht. Der Maya ist auf jeden Fall ziemlich weit schon, finde ich. Schon die erste Goldschmelze, die erste Waffenschmiede stehen. Ja, aber das war auch so eigentlich zu erwarten. Wenn jemand zu dir sagt, in Siedler, er spielt nur Maya, so wie er hier, nichts anderes oder so wie du, dann kannst du davon ausgehen, dass er auf die Tube drücken möchte. Und das finde ich auch gut. Ich meine, es ist jetzt zwar noch nicht so viel passiert, aber wir haben jetzt ja schon fast Halbzeit, ne? Also Peacetime-technisch. Das ist der Wahnsinn. Was Siedler für ein Zeitfresser ist, wie schnell das geht. Auch wenn du selber nicht spielst und eigentlich voll entspannt, relaxed hier zugucken kannst, die Zeit geht trotzdem unfassbar schnell vorbei. Mhm. Absolut. Ich nenne es immer die Siedler-Zeitmaschine. Ja, fängst an zu zocken, guckst irgendwann an, was? 6 Uhr morgens? Fuck! Ich muss in einer Stunde arbeiten. Mir war das übrigens gar nicht so geläufig, dass es gespiegelte Maps in Siedler 4 gibt. Das ist für mich komplettes Neuland. Okay. Ja, ich bin ja auch erst seit kurzem dabei, also ich habe sie vorher auch nie gespielt, diese gespiegelten Karten. Aber eigentlich ist es ja viel cooler. Und das ist auf jeden Fall fair, ja. Und jetzt so kacke sehen die auch nicht aus. Müssen wir uns schon ein bisschen Sorgen um Sandy machen? Ging die in Maya? Nee, oder? Ist noch zu früh. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was denn passiert bei Maya. Das erste Steinfeld ist nämlich jetzt gleich weggelutscht. Geschichte. Das zweite, okay, da hat er noch ein bisschen von. Er hat eh genug Steine, die liegen alle voll. Er bräuchte ein paar Siedler. Ah, da kommen sie gerade aus den Häusern. Ja. Und er baut Lager. Vernünftig? Bei 60 Millionen? Ja, schon, ne? Ja, doch. Ja. Gold und Waffen. Auch das Werkzeuglager macht Sinn. Auch das Werkzeuglager. Ich baue es auch hier im HGHG. Weil die Werkzeugschmiede soll ja laufen. Das ganze Spiel über soll die ja nicht wirklich. Ja, also hier macht es auf jeden Fall Sinn. Hier gehen die Spiele ja auch länger. Auf der Turniermap macht es keinen Sinn, weil im Prinzip man dafür keine Zeit hat. Das, was produziert wird, muss man verbauen. Sonst hat man eh verloren. Und hier kann man ein bisschen anders planen und ein bisschen auf Vorrat produzieren. Wo hat unser Maya-Spieler eigentlich seine Bauernhöfe? Bin ich jetzt blind? Unten. Unterm Fluss. Ach Gott, ich hab gerade gedacht, hä, ich sehe Mühlen und ich sehe Bäcker. Übrigens 3 Bäcker auf 2 Mühlen ist auch immer interessant. Hat er die vergessen? Noch gar kein Fleisch. Hat er einen Jäger? Ja. Ja, hier unten hat er einen. Sieht eigentlich ganz gut aus bei Maya. Er hat halt ein bisschen viel Steingrad, also er könnte deutlich mehr bauen, weil Holz. Ich glaube, er ist selber so ein bisschen erschrocken gewesen durch seinen Planierermangel, dass er das ein bisschen zurückgefahren hat. Aber jetzt hat er ja. Ja, und er versucht nicht über den Berg zu kommen. Man sieht eigentlich ganz deutlich, er versucht dieses Steinfeld irgendwie abzugrasen. Rechts. Ich weiß nicht, ob das die beste Variante ist. In Anführungszeichen, ja, weil auch wenn er jetzt da drüben Steinmetze bauen kann, die Siedler müssen ja dann immer dahinter rennen und wieder zurück mit den Steinen. Mhm. Er könnte auf halber Strecke ein Steinlager bauen. Ah, ich weiß nicht. Das ist schon ein weiter kostet Weg. Kostet Siedler Zeit und ja. Ja. Dann und lieber einmal über Bier den Berg hier drüber. Und Schweiß und ja. Blasrohre und das wird teuer. Okay. Lol. Übrigens, wir haben jetzt, lasst mich lügen, 150 Zuschauer. Sauber. Alter Schwede. Geil. Läuft. 150 Zuschauer, mein Bier ist gleich leer. Ah.
So. Ich kann kaum reden. Sauber. Moin Anno. So viel Zeit muss sein. Okay. Und Kami, hi, auch dir. Hi, grüß dich. So, lass uns mal zum Simon gucken. Simon für mich, ja, vielleicht mit ein bisschen, roter, rosa. Was wollte ich jetzt sagen? Mit ein bisschen Fanbrille. Simon, der beste Spieler auf dieser Map, glaube ich. Simon, für mich so ein bisschen der jüngere Bruder von Kevin, was meinst du? Du hast mit ihm auf der LAN gezockt. Ich würde tatsächlich sagen, dass Rob hier, meine persönliche Meinung, der stärkste Spieler auf der Map ist. Okay. Aber Simon auch. Civil War. Ein konstant guter Spieler. Ein sympathischer Spieler dahinzu. Und die sind beide nebeneinander. Ja, ja, prima. Guck mal, die können doch schon über den Berg spucken. Die sehen sich doch schon. Ja, im Rob sieht auch ganz gut aus. Was mir so ein bisschen fehlt. Wir haben hier keine Zahlenwerte, irgendwas, das wir vergleichen könnten. Es ist immer schon ein bisschen schwierig, das jetzt hier so rauszulesen, wer ist hier besser. Hier spielt niemand, wir sind im Achtelfinale von einem Turnier, hier spielt niemand irgendwie, der Anfänger ist, der nicht weiß, was er tut, der nicht schon jede Menge Siedlerstunden Intus hat, ja. Und da jetzt rauszulesen, und die können auch alle HGHG spielen und die können auch alle Spiegelmaps spielen und die haben das alles trainiert und die haben auch alle zusammen trainiert, die wissen eigentlich, was sie tun. Und da jetzt so rauszusehen, wer da jetzt denn gerade im Vorteil ist oder wer was vorhat oder wie, wobei, was vorhat. Taktisch kann man jetzt eigentlich noch gar nichts sagen. Versuchst halt in den ersten 60 Minuten so viel Produktion aufzubauen, wie nur geht und so viel Militär zu haben, wie nur geht, oder? Du wirst dich jetzt noch nicht irgendwie festlegen, dass ich, keine Ahnung, nur Schwertkämpfe, wobei. Kommt drauf an, ja. Das werden wir ja aber auch nicht sehen. Wenn, würde ich es feiern. Wenn, würde ich es feiern. Aber wir werden hier nur Bogenschützen sehen zunächst. Ja. Der Maya produziert aber auch Schwerter. Hat es wahrscheinlich noch auf 50-50 stehen. Ja, oder Lichtenschwert, ja. Lagert aber nur Bögen ein. Ja, die wird da. Keine Ahnung. Das wird nicht Absicht gewesen sein. Naja, auf jeden Fall sieht man hier jetzt ganz deutlich, wie klar schneller die Mayas sind am Anfang. Weil aber er produziert lange, hier schon lange Zeit Waffen und Goldbarren. Und unsere römischen Spieler. Nix. Also, ich guck gerade mal bei Sandy. Sandy hat sich. Aha, doch, Sandy hat auch habe ich vorhin schon gesagt, ne? Sandy hat auch gemerkt, scheiße, ich muss mit der Holzproduktion vom Berg weg. Ja. Aber bei der Sandy frage ich mich auch echt, wo möchte sie denn ihre Schwerindustrie hinsetzen? Gut, sie wird diese Steine irgendwann weghaben. Und sie setzt jetzt auch die nächste Eisenschmelze. Aber jetzt, die zweite Eisenschmelze kommt erst bei Minute 30, ist schon nicht so schnell, oder? Geht auf jeden Fall schneller, sieht es beim Simon aus, ja. Da steht schon zwei Goldschmelzen. Eine zweite Eisenschmelze schon, eine Waffenschmiede. Also Sandy vielleicht so ein bisschen hinterher. Ja. Wie sieht es denn beim Rob aus? Rob hat zwei Goldschmelzen, aber Rob produziert auch noch keine Waffen. Nix. Ja, da ist Simon von den Römerspielern schon einen Tick voraus, würde ich sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Und geht einer in die Mitte? Also bei Simon, ja, Simon hat sich die, tatsächlich, ja, gerade, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es gerade nur gedacht. Simon hat eine Pionierstraße in die Mitte gebaut und hat den Turm gesetzt. Ja. Wobei das jetzt bestimmt auch ultra lang dauert, bis der gebaut wird. Aber er kommt ja hin mit seinem Stein erstmal, aber das gefällt mir. Er plant schon ein Stück weiter voraus und hat auf jeden Fall dann das nächste Steinfeld schon safe. Und weil, wie du sagst, der Turm wird ein bisschen dauern, bis sie sich da durchgewuselt haben. Ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt. Er kann den Berg aber auch dann besser beackern, ne? Wenn er von der anderen Seite auch hat. Ja. Er kommt besser an die Ressourcen. Kann er halt ja auch noch Schwerindustrie bauen. Und so geil ist der Berg ja dann auch wieder nicht. Also der ist ja nicht so wie auf der Turnierin, dass überall Minen gesetzt werden können. Man braucht die Fläche schon. Gerade wenn man davon ausgeht, dass es ein längeres Spiel wird.
Weil es bestimmt bei Minute 61 genau rum. Ich erinnere mich da an ein Community-Game. Das war auch PT60 und bei bei Minute 61 war es vorbei. Alles an der Grenze gestanden, in der 60. Minute und drüber gerannt und die direkt geleftet. Ja, sauer. Direkt tot. Aber zu Recht geleftet, ja, also das hat schon gepasst. Also würde ich mich, bei Maya bin ich jetzt mal gespannt. Das zweite Steinfeld fängt jetzt auch an zu schrumpfen. Ja, das hält noch ein bisschen. Er setzt jetzt auch noch ein paar Steinmetze runter und das erste ist weg, ne? Ja, das erste ist... Man könnte jetzt noch so sagen, ja cool, er hat jetzt wieder Platz. Eigentlich ist er das cool immer noch. Ihn, ja, ne? Doch, jetzt macht er Anstalten in die Mitte, sich zu graben. Was mit Pionieren auf dem Berg? Also er hat ja noch dieses Rechts... Ne, er ist da noch nicht. Er kriegt das nicht gebaut, ja. Man sieht jetzt, dass die Bauarbeiter dahin hinterlaufen. Aber das zieht sich jetzt schon so ultra lang. Er muss ja noch, um das komplett zu erschließen, nochmal 3, 4, 5 Türme bauen. No. Tja, ob da... Schwierig. Und in dem Moment kippt dann so ein bisschen so das Verhältnis von Maya zu Römer. Da holen dann die Römer wieder auf. Normalerweise. Tja, sollte sein. Beim Burschi schaut es ja ganz gut aus. Zieht jetzt richtig an. Oder streikt einer. Ich zieh keine Maske an. Hab ich mich halt auch geweigert beim Zahnarzt. Ich hab draußen gewartet, bis ich dann dran war. Ist doch schwierig, ne? Wenn dir einer der Zahnarzt im Zahnraum macht und du eine Maske dabei aufhast. Ja, auch im Wartezimmer, ne? Also ich bin da absolut kein Maskenfreund. Ich verabscheue die Dinger, ja. Oh, ich liebe die Dinger. Ich krieg überhaupt keine Luft da drunter. Boah. Dann bei dem Wetter, also. Ich beneide meine Freundin ganz ernsthaft. Hut ab, die ist Altenpflegerin und die arbeiten den ganzen Tag mit diesen Schutzmasken und bah. Ja, aber auch ohne Corona, ne? Die haben die Dinger immer auf. Ne, nur mit Corona. Oh, echt? Ja. Aha. Nur mit Corona. Also meine Frau ist Krankenschwester. Mobile ja, Krankenschwester Dienst. Ist was anderes, ne? Ja, aber auch bei älteren Leuten zu Hause, ne? Die haben sowieso immer Masken auf. Also für die ist das überhaupt... Wobei, gut ab, ich kenn's nicht. Ja, also ich muss sie Gott sei Dank auch nicht den ganzen Tag tragen. Ich hab... Gott sei Dank ein eigenes Büro, ja, da muss ich sie nicht aufhaben. Sei froh. Ja, also ich habe da auch Probleme, definitiv. Aber mein Gott, wenn's hilft. Ich gehe einfach mal davon aus. Das ist ja die Frage, wo man sich drüber streiten kann. Ja. Kann man vielleicht mal bei den Spielern verbleiben? Bin ich zu zittrig, ja. Hase? Okay. Bleibt mal ein bisschen beim Simon, ha? Huh? Guck mal ein bisschen Simon an. Der Simon. Es kann auch sein, dass Hase eher meint, dass ihr mal da in Voice reinschaut oder so. Also, beim Simon sieht richtig gut aus, meiner Meinung nach. Nahrungsindustrie steht so gut wie. Oder steht schon. Bis PT60 quasi wird's reichen. Interessant ist doch, was okay. Er am Berg macht. Und am Berg ist er halt, ja, flott unterwegs, ne? Hat jetzt da unten dann das nächste Goldspöttchen dann eingenommen mit dem Turm, wenn er fertig wird. Da wieder ein Goldspot eingenommen mit den Pionieren. Lagert jetzt auch Gold und Bögen ja, ein. Waffen ein, ne? Und Werkzeug, alles in ein Lager. Ja, noch reicht's, ja, noch reicht's. Hat ja noch nicht so viel Schwerindustrie. Jetzt könnte eigentlich meiner Meinung nach fehlen da jetzt mir persönlich die Baustellen für die Schwerindustrie. Oder für die Häuser oder für irgendwas, weil er hat jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baustellen. So wirklich, 8, ja, 8. Aber er hat kein Holz, ja. Er hat doch trotzdem mal die Sägewerke. Sägewerke, die arbeiten am Limit. Aber da liegt ja genug Holz. Bei dem einen liegen 3. Hier auch nochmal 3. Siedler hat er auch genug. Stehen ja noch. Hey, er produziert sogar Fleisch. Ja, hat 2 Ziegenfarmen.
Aber ja, der Chat würde gerne mal in Voice reinhören. Okay, David, wir gehen jetzt mal stumm zu Sandy und zu Simon, okay? Jo. Wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Du musst mich mitnehmen. Du musst mich ziehen. So, jetzt hört mich natürlich der David auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die... Ah ja, die stehen da im Steinfeld. Ah ja. Unter deinem Land, beziehungsweise unter deinem Berg. Steinfeld? Los, jetzt mit Alt reinschicken. Ah, guck mal. So, also, mal gucken, ob die durchkommen. Nochmal zur Erklärung für die, die das erste Mal hier einen Turnierstream angucken. Wir können sie hören, sie können aber mich nicht hören. Ja, also ich habe mich stumm geschaltet. Ihr hört beides dementsprechend. Und sie haben sich gerade hier über dieses Thema hier unterhalten. Also Simon wird wahrscheinlich Sandy gesagt haben, hey, pass mal auf, guck, dass du über den Berg drüber kommst. Alle coolen Spots, die ich besetzen kann, auch besetzt, meine ich. Okay, nicht gut. Und jetzt spricht Simon ich das an. Ich komme immer noch klar im Hals, ne? Jetzt habe ich schon zwei neue Holzmänner, die fertig sind, aber immer noch nichts. Bitte. Okay, Sandy. Was ich sagen wollte, Simon hatte gerade angesprochen, er hat jetzt alle Kohleflächen besetzt, obwohl er schon den Berg auf einer Riesenfläche eingenommen hat. Und das ist halt so beinahe nicht mehr. Meine Steinbinde frisst mein Brot. Okay, Sandy. Man braucht halt ultra viel Fläche auf den Bergen. So geht's aber nicht. Wie als würde sie mich hören. Okay, wo sind eigentlich unsere anderen beiden? Gut, dann switche ich mal David und mich eben zu Rob und Supertramp. Mal gucken, ob wir da was hören. Voll fokussiert, ne? Die haben sich nichts zu sagen. Da redet jemand. Hallo? Ist jetzt nicht so spannend, wenn sie nichts reden. Ja, so gut. Das Ding ist ja, das, was dann gelabert wird, ist dann so, wenn die PT rum ist, dann hören wir nochmal später nochmal rein, wer dann, vielleicht können wir da mal raushören, was dann so die Absprachen ist, auf wen, welchen Spieler angegriffen wird, wo verteidigt wird und so weiter, was gemacht wird, Bogenschützen, Schwertkämpfer, etc. pp. Von daher gehe ich jetzt mit meinem David wieder zurück in den Livestream. Voice. So, David. Dein Mikrofon ist noch gemutet, falls du es vergessen hast. Wir haben jetzt mal bei Rob und bei Supertramp gar nichts gehört. Voll fokussiert, oder? Wir sind gerade voll dabei, jo. Ja. Konzentrationsphase. Mist. Fuck, ich war im falschen Voice. Ich wollte gerade sagen, wieso höre ich Patrick nicht? Bei mir ist doch nur einer gerade. Scheiße, jetzt war ich... Ah, leck. Nein. Prost, jetzt haben sie immerhin mal was gesagt, die zwei. Okay. Also, volle Konzentrationsphase und sie haben es bejaht. Oh mein Gott, wie peinlich. Ja, was soll man dazu noch sagen, außer... Lip. Ich hab geklickt, aber ich irgendwie hat's, keine Ahnung, Operation Wurstfinger. Du hast dich ja auch irgendwie da entmutet bei den beiden dann auf einmal. Ja, also. Natürlich. Okay. Fuck. Okay, auf jeden Fall, mitgekriegt haben wir, Simon ist über seine Bergsituation nicht ganz zufrieden. Ja, er... Und die Sandy hat kein Holz. Und Simon hat keine Kohle. Sandy hat Probleme mit ihrem Holz. Bei Sandy sieht man jetzt schon die ersten Wege durch die... Noch ist es nicht ganz so schlimm, aber man sieht jetzt hier, da werden keine Bäume mehr richtig gepflanzt werden können. Oben hat sie das Problem natürlich nicht. Wobei sie, Sandy also generell ein Platzproblem hat. Haben wir auch schon angesprochen für ihre Schwerindustrie, die sie jetzt aber echt langsam mal setzen sollte. Ja, da links setzt sie relativ weite Laufwege. Ja... Hätte ich jetzt rechts erwartet, verstehe ich nicht ganz. Ich auch. Okay. Da hat sie halt Minen. Gut, ja, also beides, ne? Beides.
Früher oder später braucht sie beides an beiden Stellen. Patrick, guck dir mal die. Was steht da? Irgendwas mit Eisenminen, Flo. Kannst du mal gucken im Chat? Das, die Eisenminen von. Vom Maya. Also. Die Eisenminen von Maya. Ja, sieht doch gut aus. Ja, er macht halt alles mit Fisch. Hat ja. Eigentlich immer noch keine Fleischproduktion. Reicht ja auch, er hat ja genug Wasser. Er braucht er hat ja einen Jäger, reicht ja. Auf der Turniermap spielt man ja auch. Ja, aber das ohne. Reicht nicht ewig. Ja, also aber wenn bis ich zur jetzt PT? Wenn die das Ziel hier ist, zur PT möglichst viele Solis zu machen, dann ist absolut korrekt der Aufbau. Wenn er wirklich eine stabile Eco zur PT haben möchte, dann sollte er Fleisch bauen. Wir sehen auf aber jeden für Fall, Max Solis macht Fisch Sinn. Wir sehen auf jeden Fall, dass. Er hat sogar zwei Jäger. Oh, Flo, das hast du da ein Video draus gemacht? Nee, ich wollte sagen, wir sehen jetzt, dass er die ersten Truppen produziert und da ist er wahrscheinlich mit Abstand der erste. Rob der ist auch schon dran. Rob ist auch schon dran. Aber der Maya hat ja. Aber auch drei Lager mit Gold und Waffen voll. Da kann man dann schon mal beginnen. Und Rob ist auch schon dran. Wo denn? Er hat schon produziert. Achso, er fängt jetzt ja gerade damit an. Ja. Ja gut, mit einer Kaserne halt, ne? Also. Only Bogenschützen, T3. Bin mal gespannt, ob wir auch schon bei Minute 16 das ein oder andere Zielobjekt sehen. Weil macht's wirklich Sinn, ohne Kampfkraft 100, weil das sehen wir leider auch nicht, ne? Die Statistik fehlt uns auch. Da großartig was anzugreifen. Bei Maya wird jetzt halt gleich eng, ne? Er ist jetzt zwar im neuen Steinfeld, aber die Laufwege werden ihn erstmal ein bisschen bremsen. Ja. Ja, er ist also jetzt auch in der Mitte, hat er sich eine Pionierstraße gebaut, der Turm ist gesetzt, aber das dauert, bis er fertig ist. Ja, das ist zu spät. Wenn man mal guckt, Sandy ist schon durch. Simon. Aber das dauert echt ewig. Wenn man mal sieht, wann der Simon diesen Turm gesetzt hatte. Wahnsinn, ne? Brutal. Simon hat jetzt auch auf jeden Fall Gold am Start. Und Simon hat jetzt auch eine Kaserne am Start, aber Simon produziert noch nicht. Wir sind jetzt bei Minute 45. So, auf der Turniermap würden wir jetzt schon hier harte Action sehen. Was wir jetzt aber hier sehen werden, ist wahrscheinlich, dass jetzt auch gleich. Oh, was habe ich jetzt getan? Hui. Hui. Merke, drücke nicht F2 mit deinem Finger aus Versehen. Warum? Was passiert? Dann drück einfach nicht F2. Okay. So, und Rob probiert es jetzt auch mit einer. Das sind aber auch krasse Turnierstraßen, ne? Geht das nicht kürzer? Natürlich geht's kürzer. So rechts um den Schnee rum, damit es extra schön lang dauert. Mal gucken. Also gefühlt Vorteil für Supertramp und Rob, so im Moment, wegen dem Maya-Vorteil. Und ja, der Maya ist schon deutlich Sandy, voraus. Da, ne? Sandy irgendwie nicht aus dem Quark kommt. Ja, sie hat wohl das Problem. Sandy. Doch, sie baut jetzt endlich mal eine Kaserne. Aber sie kriegt ja gar nichts fertig. Ja. Die arme Sandy. Und ihre untere Holzproduktion, die wird jetzt wirklich, also so wie sie es auch gebaut hat, die wird jetzt komplett von Siedlern kaputt getrampelt. Und sie hat halt auch bei ihrer oberen Holzproduktion oben drüber die Wohnhäuser gesetzt. Es sind nur zwei mittlere. Ja, aber auch diese Siedler, die da rausgekommen sind, haben halt auch alles auf ihrem Weg nach unten waldtechnisch platt gemacht. Ha. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen. Kann schon sein. Das geht aber noch bei der Sandy. Aber irgendwo muss ja ihr Holzproblem herkommen. Immerhin wuselt es bei ihr gut, da laufen viele Siedler rum, da wird produziert, da geht irgendwas. Ja, ist nicht absolut Stillstand hier.
Sag mal, Flo, ist im Chat eigentlich nichts los? Im Moment ist er ziemlich flaut. Das Einzige, was jetzt noch kam, war, dass Cold Flame sagte, er hat dir was bei Discord geschickt. Danke, Cold Flame. Ich schaue nach dem Stream. Ach komm, ich bin kurz drauf. Oh, das müssen wir vielleicht mal... Wie mache ich denn das? Das zeige ich kurz im Stream. Wie es bei Cold Flame gerade auf daheim ausschaut. Moment, das zeigen wir kurz. So, geiler Fernseher, gefällt mir. Ja, so, aber jetzt ganz schnell zurück zum Spiel. So. Okay, gut. So viel Zeit muss sein. 150 Zuschauer, über 150 Zuschauer, nichts im Chat los. Ja, tatsächlich kam wieder eine Frage, nämlich, hä, das ist unsere Map? Werden die doppelt gespielt? Das ist eine lange Geschichte, aber theoretisch hätte sie ja auch durch das Losverfahren wieder drankommen können. Ja. Jo. Ja, der Meier produziert gut. Sandy produziert ihre ersten lila Bogenschützen. Na, Gott sei Dank. Jetzt hat sie aber nur noch 11 Minuten und 20 Sekunden. Hat Sandy wenigstens Lager voll? Da fliegt Gold, da liegen Bögen. Ja, aber sie hat keine Waffen produziert. Huiuiuiui, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn der Maya ab Minute 60 sich denkt, ich renn sofort rein, dann kann ihr auch Simon nicht helfen, ne? Also sie haben sich jetzt wenigstens mal zusammengebaut. Hm. Die unteren haben das nicht gemacht übrigens. Man darf einen Safe-Turm auf der Insel bauen, habe ich das richtig verstanden? Würde Nein, sich die Mühe nicht. Eigentlich lohnen? Darf man nicht. Doch, darfst du. Nur Was? Nicht mit einem Gründungskarren. Ja, mit dem ist es doch viel einfacher. Ja, du dürftest theoretisch, dürftest du auf der Insel deinen Safe-Turm bauen, ja. Gut, ich bin der Meinung, wir hätten vorhin genau das Gegenteil erzählt. Nee, nur keinen Gründungskarren darfst du machen. Du dürftest keine neue Siedlung anfangen jetzt, also komplett Produktion. Ein Türmchen darfst du bauen. Ein Safe-Turm schon, aber halt nicht doppelte Siedlung zum Produzieren. Weil du ja hier eh kein Berg hättest in dem Fall. Würdest du das machen? Nö. Nö. Das wäre auch voll lame irgendwie. Auf diese Penisinseln da irgendwie. Sieht halt echt so aus. Lass mal das. Seht ihr beim Simon, da stehen auch die ersten gelben Solis. Sehr schön. Beim Rob steht meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen mehr im Vergleich zum Simon. Ja, aber Rob produziert ja schon gefühlt seit einer Stunde Militär. Oh. Ist jetzt meiner Meinung nach auch der talentierteste junge Siedlerspieler, den ich kenne tatsächlich. Jetzt wird Simon gleich dem Rob Land wegnehmen. Was passiert denn dann? Wo denn? Naja, ja. Jetzt müssen sie aufpassen. Theoretisch, ne? Klar, dem Land weggenommen. Ist das noch so in Ordnung? Also, ja. Hallo Vanessa übrigens. War nicht so viel. Kein Gebäude gerissen. Ja, aber auch wenn. Mein Gott, das kann er nicht sehen. Ja. Oder man kann ja nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass er die Landesgrenze gesehen hat, ganz ehrlich. Auch hier bin ich jetzt regelkundig nicht up to date. Muss er seinen Turm jetzt stehen lassen, um das zu verteidigen? Also seine Landesgrenze verteidigen und reißt sie erst nach Minute 60 weg. Nee, er reißt ihn sofort weg. Er reißt weg. Ihn jetzt schon, ne? Weil ich wette, Rob hat da auch irgendwo einen Turm gesetzt. Und dann geht das Ding gerade weiter rückwärts. Rob hat den Turm. Aber er hat's gemerkt, er schreibt schon sorry. Ja, das war ja auch nicht viel. Oh, Sandy, jetzt hat sie aber ein paar Truppen. Wenn sie das so halten kann, im Produzieren, dann ist wieder alles gut. Aber Sandy, stehen jetzt schon drei Kasernen, oder drei Stück. Sehr gut. Maya hat schon deutlich mehr, aber das...
Der Maya kriegt jetzt gleich ein Steinproblem, ich sag's ja. Er hat jetzt aber die mittleren Steine auch erreicht. Ja, wenn man jetzt, aber jetzt mal, wer diese Map mal selber spielt später, ihr könnt sie ja auf dem Tournament Discord euch runterladen. Wenn man jetzt mal sieht, wie schnell er jetzt dann im Endeffekt doch im Mittelkreis bei den Steinen war und wie weit er weg eigentlich immer noch rechts von diesem Steinpool ist, obwohl er ihn jetzt halb erschlossen hat. Also zeitlich macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dahinter zu gehen. Nee, da rechts, das würde ich wirklich nur für Notfall lassen, weil du kannst besser links in die Mitte. Das kann man schon nebenher, aber nicht so wie er das gemacht hat, mit Priorität darüber preschen, das bringt nichts. Also die Laufwege einfach zu lang. So, noch 7 Minuten, es wird spannend. Boah, Wall of Text. Flo, kannst du mal gucken? Patrick, zeig mal die einzelne Versorgung von allen 3 Spielern an. Bei Sandy lagen die Schweinefarm auch schon wieder voll mit Wasser, aber ohne Getreide. Schweinefarm? Warte mal, Sandy hat Schweine? Eigentlich? Albino-Schweine? Ein Schweinchen namens Albino-Babe. Also ja, die Produktion. Es liegt doch Getreide dort sogar. Spaß beiseite. Wird, war ein Scherz. Alles cool. Ja. Beruhig dich. So. Was? Es liegen Schweine? Was? Es fliegen Schweine? Was? Scheiße. Nein, es lebt. Produktion. Ja, also 4, 5 Bäcker. Das ist. Ja, das ist so der Standard für 60 Minuten. 2 oder 3 Schafsfarmen. Ich glaube, Kevin hat mal gesagt, man braucht 3 und darauf 8 Getreidefarmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlt ihr eine. Die hat sie aber, glaube ich, gerade hier drüben gesetzt. Ja, das ist so in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt mal nahrungstechnisch. Jetzt gucken wir uns die Schwerindustrie an bei Sandy. Da müssen wir vor allem mal auf die Minen gucken und da sehen wir, die Eisen- und Kohleminen haben jede Menge Fisch, das passt. Die Goldminen haben Fisch, da liegt auch ein bisschen Schwein rum. Die Pulled Pork, lecker, lecker. Ja, da hat also minentechnisch alles im grünen Bereich. Ja, ja gut, die unten hat sie wahrscheinlich alle erst gebaut, weil da noch nichts liegt. Und dann wuselt sich bei Sandy natürlich extrem um die Kasernen und dementsprechend kommt ein Marktplatz. Was geht denn jetzt ab? Wo ist der Markt? Ich sehe ihn ja, tatsächlich. Was wird denn hier hin und her geschickt? Sie haben ja alle gleiche Voraussetzungen eigentlich. Ich tippe auf Bier. So, okay. Jetzt schauen wir uns das bei Simon an. Also Nahrungsproduktion bei Simon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Getreidefarmen. Also, nee, sogar 10 sogar. Deutlich mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bäcker? Ihr leckt mich am Arsch. Respekt. Aber nur 2 Mühlen? Wo ist denn die dritte? Er hat nur 2. Klär mich auf, David. Er hat hier eine vergessen, ne? Ja, wie man an den Mühlen sieht, eigentlich auch nicht, weil es liegt ja überall Getreide, der Simon. Also die Mühlen liegen voll mit Getreide. Siedlermangel. Ja, auch nicht nur mit Getreide, sondern mit Er hat da Baustellen. Mit Säcken. Er hat da Baustellen. Mit Säcken voll. Eine Baustelle. Das ist aber auch keine Mühle. Okay. Nee, haken wir mal als Fail ab, ne? Das kann passieren. Ob das bitter ist, ist auch eine gute Frage. Er hat ja noch Brot überall, Kohleminen liegen noch überall ein, zwei Brötchen rum, oder Brote, Entschuldigung. Er hat auch. Also noch ist alles Roger in Kambodscha. Ja, er produziert genug Fleisch, das reicht locker aus. Er hat jede Menge, die zähle ich jetzt nicht. Fische, wir sind beim Simon, glaube ich, er hat einen Bug. Wo? Siehst du das Lager beim Simon, was gerissen worden ist mit Gold und Bögen über der Eisenschmelze, wo die Steinmine und die Goldmine so sind? Ja, was heißt das? Es passiert öfter mal, dass wenn man Gold einlagert, dass die Leute es nicht mehr raustragen. Deswegen hat er das Lager jetzt wahrscheinlich gerissen. Gut, das ist jetzt weil nicht fatal. Weil man sieht, an den Kasernen liegt eigentlich
nicht genügend Gold. Ne, da könnte wesentlich mehr Gold liegen. Mhm. Und die tragen es einfach nicht aus diesem Stapel da weg. Es kommt jetzt. Ein bisschen dauern, bis sie sich da bedienen. Ja, machen sie schon. Ja, machen sie jetzt, okay. Also mindestens mal hat gerade einer eine Goldbarre geholt. Er hat ein komplettes Lager mit Bögen voll, ja. Mhm. Und das hat er vielleicht jetzt erst gemerkt und hat dementsprechend... Und hat auch jede Menge... Guck mal, seine Waffenschmieden, die liegen ja teilweise voll und arbeiten gar nicht mehr. Also er könnte... Jetzt haben wir noch 3 Minuten zur PT. Wir müssen ein bisschen beeilen. Wir müssen noch zu Rob und zu Supertramp. Gehen wir zu Rob. Kann gut passieren, dass er gleich anfängt, T1er zu drücken, wenn er merkt, dass er angegriffen wird. Ja. Dass er komplett die Waffen wegproduziert. Aber dafür hat er eigentlich jetzt auch, noch auch zu wenig Siedler. Beziehungsweise er... Und ich sehe keine... Also da sind 3 Wohnhäuser im Bau, aber... Okay, also Optimierungsbedarf bei Simon durchaus gegeben. So, jetzt gehen wir mal zu Rob. Rob schickt jetzt auch schon mal... Hoch. Guck mal, oh, ja. Warum auch nicht? Guck mal gerade mal zu Maya. Ja? Ja, bewegt ja, er sich ja. auch? Warum auch ja, nicht? Ja, also ich sag mal, warum auch nicht? Strategie. Man hat ein 60-Minuten Zeitlimit. Was macht es dann? Warum soll man denn auch nicht dann direkt angreifen, ne? Ja, absolut. Man hat. Ja, also es bringt ja nichts zu warten, weil. Genau. Warum man sollte man warten? Wahrscheinlich, man hat eine gute Runde. Was hat der Maya? Also das sind. Ich guck mal, overall. Ja, locker 150 Solis werden das sein, ne? 100, 180 zur PT vielleicht. Ich frage mich, wo die hinlaufen. Ich glaube, er möchte sich mit Rob erstmal irgendwo treffen. Wo ist denn Rob? Da ist Rob. Ja, er läuft jetzt auch in die Richtung. Alle in die Mitte? Kann das die Marschroute sein? Also, sie sollten sich halt relativ früh für ein Ziel entscheiden. Auf jeden Fall, Simon überhaupt nicht in der Lage, irgendwas anzugreifen. Er wird sich wahrscheinlich gerade richtig ärgern. Das sollte man eigentlich gerade nochmal. Warte mal, ich gehe mal kurz bei denen in den Voice rein. Das will ich ja hören. Nimmst du mich wieder mit? Ich nehme dich mit. So. Und. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was da geredet wird. Oh shit. Ja, mit Siedlern klappt. Bisher. Jetzt habe ich hier Steine gestellt. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, nee, passt. Kannst aufhören. Ich habe schon eingestellt. Ich habe jetzt unten auch die Steinmetze gleich fertig. Feast-Time ist übrigens durch. Ab jetzt darf gekämpft okay werden. Aber du hast gesehen. Aber bei mir gesehen vor der Grenze steht er auch schon. Oh, nein, mein Liebes, langsam. Er wird sterben. Nein. Boah, nein. Dieb. Die Schwerter sind ja schneller wieder, Dieb, ne? Ja. Nein! Lauf! Nein! Wo denn, Sandy? Steine sind im Weg. Scheiße, nein! Ja, scheiße auf den Dieb. Nee, das ist wichtig. Hä? Hier irgendwo muss es gewesen sein. Gold ist nicht so hier. So, auch immer interessant, bei so einem ersten Angriff, der dann halt genau irgendwie auch jetzt dann kommen muss, sind Schwertkämpfer ja dabei, um was kaputt machen zu können. Wir sind ja recht nah beieinander da oben. Und da sehe ich halt nichts. Also bis auf die paar Stadttruppen sind das alles nur Bogenschützen, von daher wird das kein, auf keinen dabei Fall ein spielentscheidender Angriff. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt... Sandy ist irgendwie ja hinterher. Ja, nicht so viel, dass es für alle reicht, aber ich mache halt immer wieder so einen Schüben. Und jetzt ist Sandy schon dadurch, dass Simon offensichtlich da diesen Bug hatte, deutlich vor ihm. Mann. Und er hat nur diesen einen Turm hier zur Verteidigung. Also bei mir im Marktplatz liegen auch keine mehr rum. Doch nicht. Ich glaube, ich habe dir 10 Stück geschickt, das war's. Ja gut, dann haben es die aber nicht ausgemacht. Ach, die sind schuld an meinem Steinmangel. Die haben es gemacht. Oh, und deine Soli-Kurve auch gut. Warte, da mache ich mal mit.
Simon macht übrigens das, was ich vorhin gesagt habe. Die merken jetzt, sie werden angegriffen, sie haben gescoutet, sie sehen das. Wie viele Fische hast du denn? Und er fängt jetzt an, ich habe viele Waffen, ich krieg das nicht gebacken, also drücke ich jetzt Blechschädel. 11 Stück. Tier 1 Bogenschützen. Hauptsache irgendwas schießt okay. Nachher mit. Ich 10 plus 1. Und das Waffenlager ist immer noch voll. Also das kann man noch viel exzessiver machen. Der gerade fertig ist. Okay, und da jetzt der Angriff kommt. Also, fertig beliefert ist. Oh, schau mal, die stehen mit Schwert am Baum und so bei mir vor der Tür. Ich wollte sagen, wir warten noch kurz, bis Sandy schreit. Nee, komm. Jetzt ab zu Rob und Supertramp rüber. Hä? Warum nehmen die denn bei dir immer noch das Gold mit? So. So, Leute, jetzt will ich aber was hören. Gebäude. Okay, dann habe ich ein bisschen Zeit. Nein, du hast jetzt keine Zeit, um Gebäude zu setzen. Komm, wir wollen hier einen Kampf sehen. So, Rob, wie schaut's aus? Hier unten links hat Simon versucht, mit ein paar Schwertis bei mir reinzukommen. Was? Was? Egal. So, wir haben hier nur noch den Maya. Was macht denn hier unser römischer Freund? Pass mal auf wegen dem Schnee, ne? Aber da in der Mitte, da ist kein Schnee. Das ist eigentlich ganz okay. Wo meinst du, beim Berg? Ja, rüberlaufen, da wo kein Schnee ist. Ja, ja. Respekt übrigens an Sandy, dass sie in der kurzen Zeit dann trotzdem noch so viele Truppen produziert hat. So, und weiß nicht, ob wir uns über Simon Sorgen machen müssen. Ich gehe mal davon aus, die dürften kampfkrafttechnisch aber nicht irgendwie im Vorteil sein, weil keiner Zierbeck gebaut hat. Ich bin da reingelaufen, die sind zwischen den zwei breiten Flüssen. Sandy ist lila. Ach, so weit hinten. So. Da sind die Truppen. Jetzt geht's von Bushi, los. Siehst du's? Jo, guck mal, hier links kommen auch welche. Und ja, rechts sind Truppen von Sandy. Simon macht das natürlich auch, super, oder? Er stellt sich gleich breit auf und Sandy, ja. Was ist das meine? Ich habe also halt gerade nehmen sie in die Zange, also das ist eigentlich ein Vorteil jetzt für Simon und Sandy. So, und jetzt hole ich mir wieder meinen David, um das zu kommentieren. Wo ist er? Die haben auf jeden Fall auch gut was, aber er hat nicht nur Level, oder sind das die Anfangstruppen? So, David. Ja, es geht los hier. Feuer frei. Ich habe gerade noch gesagt, eigentlich steht Sandy und Simon perfekt. Ja, also die haben die jetzt komplett umzingelt. Jein. Zudem haben sie die Reihe breiter gekriegt und bei den anderen beiden, da kämpfen ganz viele Bogenschützen gar nicht mit. Weil sie gar nicht an die Front kommen, weil kein Platz ist. Es wird reichen für Rob und... Meinst du? Gut, Simon hatte halt viel Tier 1 dabei, ne? Ja. Und dann kämpft sie in seinem Land. Du hast übrigens einen Twitch Prime Sub gekriegt. Echt? Wo? Guck, Sandy macht es hier deutlich besser. Sie schlägt sich deutlich besser. Sie kämpft ja außerhalb und hat die größere Front. Sie wird es gewinnen. Aber Simon bricht da weg. Und leider haben sie keine Schwertis mehr am Start, um sich den Turm holen zu können. Er wird ihn eh reißen, oder? Ja, doch. Er hat ja oben noch zwei Stück, ne? Ja. Oben links sind noch zwei Türmchen. Also ich würde das Risiko Sandy nicht schlägt erhöhen. Sich deutlich besser hier. Sandy hat aber auch viel mehr Truppen. Jetzt frisst sich Alex aber bald von links durch, ne? Der Turm ist gerissen. Wie erwartet. No. Ist halt die Frage, was da jetzt nachkommt. Nix natürlich. Da kommt nichts nach. Oh doch, rechts kommt Mayas rein. Guck mal, bei der Sandy, das kann sein, dass sie das gar nicht mitkriegt. Sind da Schwertkämpfer dabei? Ja, ein paar. Ja, unten, drei Stücke. Aber warum geht... Oh, wenn er jetzt schlau ist, zieht er sie... Gut, aber sie hat eigentlich ihre Türme bewacht. Rob macht gerade eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Müsste jetzt aber dann hoch, ja. Geht hoch, ja. Okay.
Jetzt tut er seine Schwertkämpfer im Prinzip verbrennen, ne? Indem er jetzt... Ja, das macht keinen Sinn, dass er die jetzt davor schickt. Die müssen irgendwo hinten stehen, bis der Fight gewonnen ist, und dann dürfen sie ihren Einsatz verrichten. Rob hat sich jetzt hier aus der Bremslingjager ganz gut mit einem kurzen Rückzug und dann wieder einem kurzen Move nach oben echt gut befreit. So, und Simon hat gar nichts mehr. Außer Lager voller Waffen, aber keine Siedler. Ich bin mal gespannt, wie er reagiert oder ob er überhaupt noch reagieren kann. Er drückt Zweier, oder? Er drückt Zweier, ne? Ja. Kann er den Turm noch reißen? Noch müsste es gehen. Jetzt wahrscheinlich. Jetzt schießen sie, jetzt geht's nicht mehr. Wie viel Schwertkämpfer braucht man für so einen mittleren Turm? Ich glaube 3 oder 4. Wobei jetzt auch Sandy mit T1 kommt. Die werden uns nachher erzählen, sie hatten kein Gold. Wetten? Ja, aber die Gegner hatten ja das gleiche Gold. Aber es ist eine Spiegelmap. Mhm. Der Maya hat sein Steinproblem auch überwunden. Jetzt ist er drin, ja. Ja. Aber wir sehen, er hat jetzt auch das zweite Steinfeld schon komplett weg. Mhm. Und sogar das dritte ist schon halb abgebaut. Wahnsinn. Ja, er hat jetzt in der Mitte natürlich da erstmal 4-5 Stück noch, wo er sich bedienen kann. Da läuft auch ganz gut was nach von dem Maya und von Rob. Sandy reißt einen Turm. Mhm. Was die wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt haben, dass da... Doch, da sind Schwertkämpfer. Ich nehme alles zurück. Aber halt nur ganz wenig. Simon zieht sich erstmal wieder zurück. Muss er auch, macht keinen Sinn. Ja. Gucken, ob das mitkriegt, dass er da angegriffen wird. Bisher noch nicht. Es kostet ihn natürlich jetzt ein bisschen. Flo, du wolltest was sagen? Oh, was ist jetzt passiert? Hä, hat Sandy da einen Turm stehen? Wo? Da unterm Berg. Der jetzt gerade weggerissen wurde. Oh, der ist wahrscheinlich gerade fertig geworden, ne? Oder, hä? Ich hab's jetzt auch, ehrlich gesagt... Ich hab's gar nicht auf dem Schirm gehabt jetzt. Ich klipp das mal eben, damit man das gleich nochmal nachvollziehen kann. Boah, GG, ey, das könnte es gewesen sein. Das hat ja mal richtig wehgetan. Wie viel Minen hatte die da stehen? Ja, auch der Stein, der jetzt... Oh ne, der ist ja noch zugänglich, aber trotzdem. Die Minen, ja. Oh Gott, ja, ich sehe es gerade. Da sind 3 Goldminen, 2 Goldschmelzen. Und Simon verliert sein Turm. Ja. Alter, da ist einiges draufgegangen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er Glück. Obwohl ist der letzte Schwerti. Da hocken noch 2. Da steht noch ein Schwertkämpfer. Der fällt auch. Das heißt, er verliert auch eine Kaserne. Ja. Ja, der Marktplatz ist auch weg. Oh, und sie schreibt schon, Sandy schreibt schon GG. Haha. Das zum Thema mögliches 3-Stunden-Spiel. Nope. Starke Leistung von Rob und Alex. Sehr richtig gut. Stark. Ja. Wie bei Rob zu erwarten von mir, aber ich bin von dem Maya-Spieler positiv angetan, diese Runde. Und was ich auch krass finde, es gewinnt schon wieder ein Gruppenzweiter. Ich habe so in diesen Achtelfinals, ich habe das so ein bisschen durchgetippt, ich habe eigentlich nirgendwo in keiner Konstellation so einen Gruppenzweiten irgendwie Chancen gegeben fürs Achtelfinale. Und das ist irgendwie komplett andere Welt, was ich getippt habe. Damn. Herr Rob ist natürlich auch jetzt noch nicht so lang hier auf der Zockerlounge dabei, glaube ich, und aber halt echt ein talentierter, wirklich verdammt guter Spieler. Ist, glaube ich, erst 15. Und ja, da hat man noch Zeit, den ganzen Tag zu trainieren. Er hat sich einmal als Beispiel das Video von meiner 6er Metzel angeguckt und hat halt einfach 1:1 sofort im nächsten Dings nachgespielt. Hat auch 870 Stück gemacht oder so. War schon beeindruckend. Wie viele Truppen hatten sie wohl zur PT? Wissen wir nicht. Werden wir aber gleich fragen. Wenn das Spiel vorbei ist. Wo hatten sie denn die noch Türme? Da hinten hat sie einen stehen. Der ist noch ein bisschen gut versteckt.
Simon wird jetzt auch der letzte bittere Kampf für die zwei Kasernen, sonst hat er nämlich nur noch eine. Ein bisschen traurig bin ich, dass wir heute wahrscheinlich keine Saboteure mehr sehen werden. Ne, das Spiel wird vorher zu Ende sein. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? 165. Stop. Bam! Geil, das ist übrigens Rekord für, für den Turnierstream. Bei der Sandy. Es ist nur ein Bogenschütze drin. Was? Oben, bei Sandy, der oben, Turm. Oben, der Turm. Oh nein, oh nein. Sandy wurde besiegt. Flupp. Oha. Das hat sie bestimmt gar nicht gemerkt. Oh, bitter. Simon ist jetzt hier auch quasi RIP. Die zwei Kasernen sind besetzt. Er wird aufgegeben. Hat oben links noch Türme. Er hat aufgegeben. Er reißt schon, ne? Er hat aufgegeben. Ja gut, dann reißen wir auch mal schnell, ha? Ja, ich bin unten links, ne? Weiß ich nicht. Ne, ich bin oben rechts. Wow! Aber siehst du, vorhin habe ich erzählt, es gab dieses Community-Game, das war eine Minute nach PT zu Ende. Hier waren es jetzt auch nur 12, ja? Also, es macht ja wirklich keinen Sinn zu warten nach 60 Minuten. Man geht voll drauf. Kevin sagt das auch immer. Warum warten? Warum dem Gegner noch Zeit lassen? Wenn du produziert hast, dann musst du das auch einsetzen direkt. In der Stati, guck mal. Wahnsinn. Die zwei deutlich schon besser. Oha. Ich bin leider noch nicht so weit, Stati-technisch. Ja, du hast vollkommen recht. Also, sobald man merkt, man hat eine gute Runde und sein Mate hat auch eine gute Runde, dann wäre es ja dumm, eigentlich zu warten, weil es lief ja alles gut. Es ändert sich ja dann im späteren Verlauf nichts. Also, warum warten, wenn bis PT60 alles gut lief, du Nahrung am Start hast, die Solis am Start sind in der passenden Masse? Dann greif doch an mit deinem Teammate, solange du eine gute Position dazu hast und noch die Möglichkeit hast, in dem Land von dem Gegner zu kämpfen halt, ne? Genau. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zu Sandy und Simon in den Voice, jetzt ungemutet, und dann fragen wir, was da los war. Oder? Jo. Also. Ja. Muss ich dich ziehen? Ja, ist ja noch der Channel. Hallo Leute! Ja, GG. Servus. Na, wie ist die Laune? Ja, die haben das deutlich besser gemacht als wir. Wir hatten einen Bug bei dir gesehen, Simon, mit deinem Lager. Ja, mein Lager wird einfach nicht leer. Dann wurde kein Gold hochtransportiert und das war das Problem, oder? Also das haben wir so analysiert. Das war ein Problem, das andere war der Steinmangel, wodurch dann die Wohnhäuser nicht fertig geworden sind, mit denen ich halt einfach versucht habe, das Goldproblem zu lösen. Ich ziehe mal eben noch den Alex und den Rob dazu. Richtig, sauber. So, also dass der Alex und der Rob auch mit zuhören können. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg an euch zwei. Jo, Glückwunsch. Aber jetzt nochmal ganz zurück zu Simon. Erzähl mal, Simon, warum bist du gerade so kolossal krepiert? Naja, das eine war der Steinmangel, der dann irgendwann einen Siedlermangel bewirkt hat, weil ich das Gold nicht getragen bekommen habe und deswegen 1er und 2er gedrückt habe, damit ich überhaupt irgendwelche Soldaten habe. Ja, das hatte ich noch prognostiziert, dass sobald du siehst, dass du angegriffen wirst, dass du 1er drücken musst, weil du hattest ja im Prinzip gefühlt 10 Truppen produziert, zumindest 16. Ja, es ist halt, die Siedler standen rum, Lager war voll, sogar als ich es gerissen habe, hat es kein Mensch getragen. Ja, sag ich ja. Ich kannte diesen Bug nicht mal. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gehabt. Sobald du das Lager gerissen hast, 20 Minuten danach machen sie es leer. Vorher ignorieren sie es vollkommen. Du kannst absolut tot an den Kasernen sein und sie laufen dran vorbei. Ja, ich hatte irgendwie 25 Minuten. Ich hatte zeitweise über 100 Gold und sie machen nichts. Und 150 Waffen. Und die haben halt gefehlt im Kampf. Und bei der Sandy ist mir aufgefallen, sie hat ganz munter ihre Holzproduktion hochgezogen und dann gemerkt, fuck, ich habe ja gar keinen Platz mehr am Berg für Gebäude. Kann das sein? Ja, das war schon auch so ein Problem. Aber normalerweise bin ich ja, was Wald angeht, voll der Perfektionist. Und den setze ich wirklich immer richtig gut wohin, wo der mir nicht im Weg ist. Und jetzt aber bei dem Turnier habe ich mir gesagt, nee, ich lasse ihn da stehen, wo er ist. Und das war halt jetzt mein Nachteil, ne? Wo er ist. Ja. Okay. Alex, du warst Maya, richtig? Du warst der Maya? Also war sehr interessant zu sehen, wie krass
schneller die Mayas sind am Anfang im, gegen die Römer. Brutal. Und wir hatten dann so ein bisschen so vermutet, ja gut, du verkackst das mit den Steinfeldern. die Römer werden so sehr am Limit. Die Römer werden schon wieder aufholen. Du hast versucht, nach rechts zu expandieren und dieses kilometerweite Steinfeld zu erreichen und dann festgestellt, mit einer Pio-Straße in einem Turm hast du direkt unendlich Steine. Das kam relativ spät. Die, ganze Mitte war rammvoll mit Steinen. Ja, da waren so viele Steine. Alles. Aber das überall. Ja, aber man muss hier auch fairerweise sagen, die Teams hatten jetzt hier nicht die Möglichkeit, sich die Karte eine halbe Stunde vorher anzugucken, da es mit den Maps halt ein bisschen Probleme gab. Ne? Also die mussten jetzt hier echt wirklich HGHG-Style improvisieren und wurden ins kalte Wasser geschmissen quasi. So sollte es ja auch sein. So sollte es meiner Meinung nach auch sein, weil es war für euch bestimmt eigentlich auch ganz geil, dass ihr einfach da, ne? HGHG-like, denke ich mal. Ihr müsst scouten, ihr müsst gucken, wie machen wir was. Ist halt HGHG. Jetzt könnte man sagen, Simon hat einen leichten Vorteil, weil er hat diese Map schon moderiert, aber er hat ja verloren, von daher alles gut. Ja, ich hab sie einmal kurz gesehen. Also moderiert nicht, ich bin dazugekommen, als moderiert wurde, aber da habe ich auch nicht so viel gesehen, wie man halt jetzt am Anfang sieht. Ich habe halt ausgebaute Siedlungen gesehen. Also so. Startsteinfeld war zum Beispiel schon weg, als ich dazugekommen bin. Was haben wir jetzt Krasses beim Rob gesehen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Jetzt musste David mir helfen. Mal davon abgesehen, dass da David den Rob das ganze Spiel rauf und runter gelobt hat als einen der besten Siedlerspieler. Ja, das sollte der Rob mal wissen, ja? Ich glaube, das weiß der Rob. Da ist so viel Schmalz den Berg runter geflossen. Ich habe schon gedacht, deine Siedler rutschen aus. Ja, quasi. Also ich muss auch sagen, ich hatte eine echt gute Runde, dieses Spiel. Ich hatte immer knapp mehr Siedler, als ich brauchte. Also da habe ich echt am Limit gesiedelt. Die eine Sache, die hat mich ein bisschen geärgert, war, dass irgendwie meine allererste Mühle, die wurde einfach nicht fertig. Ich hatte relativ früh eine Getreidefarm gebaut und die Mühle danach, die ich gesetzt hatte, die wurde aber nicht fertig. Auch die Bäcker, die ich schon nach den Mühlen gesetzt hatte, die wurden dann angefangen zu bauen und diese eine Mühle, die wollte einfach nicht. Deswegen dann die frühe Getreidefarm halt voll mit Getreide war und im Prinzip nichts gebracht hatte. Das war so eine Sache, die nicht ganz so glatt lief. Aber eine sonst, Kleinigkeit. Sonst lief eigentlich reibungslos. Auch bei Alex, der hatte auch eine richtig gute Runde. Ja, also war Alex gut, hat auf jeden Fall eine richtig gute Runde. Ich hab um eine Truppe meinen Rekord verpasst zu PT. Wie viel hattest du zu PT? 180? 224. Ach was. Boah, was? Ah, das war halt ein Schlag. Ja. Gegen 18 beim Simon. Und du hast nur Dreier. Ich weiß gar nicht mal, was ich sage. Nur Dreier, das ganze Match. Wir hatten, glaube ich, beide 100. 100? Ja, es waren ziemlich genau 100. Ich habe nicht geschaut. Also ich weiß nur, dass ich danach ziemlich schnell Blech raushauen musste. Eine Sache ist mir noch beim Simon aufgefallen. Passiert. Simon hatte 9 Bäcker, aber nur 2 Mühlen. Ja, die anderen sind nicht fertig geworden. Da hatte ich Planierer-Bugs oben. Auch noch? Ja. Okay. Also die sind, ich habe sie relativ spät erst gesetzt und dann sind die Planierer halt nicht mehr sinnvoll gelaufen. Okay. Also Damage Control at its best, ja. Nein, Spaß. Ihr habt aber ja noch ein Spiel. Also Brot lief ja immerhin. Ihr habt ja noch ein Spiel, er gleicht das wieder aus. Ist noch nichts verloren. Klar. Sandy wird voll abgehen im nächsten Match, bin mir sicher. Natürlich. Wie immer. Jo, cool. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann euch sagen, euch haben 160 Leute zugeguckt. Das war ein neuer Rekord fürs Tournament. Ja. Und dann kann das so ab. Ja. Boah, ich krieg schon ganz Gänsehaut, wenn ich das sage. Es gucken gerade immer noch 120 zu. Also was ihr hier gerade redet, ist es der Wahnsinn. Schon episch. Aber ich habe ein Echo, aber wir kommen jetzt trotzdem für heute leider zum Ende. Viel zu früh eigentlich, ey, viel zu früh. Das nächste Mal bitte. Ja, für mich perfekt, ich kann meinen Mund ein bisschen schonen. Traumhaft.
Ja, mein Gott. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen länger mit dir gekämpft. Nach, in einer halben Stunde hätte ich wahrscheinlich meine Siedlung auch mal geschafft, Gold zu transportieren. Komplett überrannt, nennt man sowas. War halt echt stark von dem Maya, also was da zu PT stand. Ja, ich würde sagen, von beiden. Ach so, eine Frage noch an Alex und an Sandy. Sandy hatte plötzlich einen Turm verloren, aus dem Nichts, am Berg. Alle Minen weg. Was kam dieser Turm her? Was war's? Ich habe den unten gebaut gehabt, ne? Wo noch kein Kampf war und alles. Und dann habe ich den irgendwie echt unglücklicherweise vergessen. Ich habe schon so drauf hingefiebert. Auf einmal sehe ich so, da wird ein Turm hochgezogen. Oh, ich bin rein, ey. Das hatten wir gar nicht am Schirm, ne? Auf einen Schlag war der halbe Berg, alle Minen, alles. Ja, bam! RIP. Und wir gucken mal. Mega RIP. Ja, das war nicht so gut, ja. Gut. Obwohl zu dem Zeitpunkt war es eh schon egal. Ja, so, also, wo der gefallen ist, habe ich eh schon zum Simon gesagt, ja gut, das war es irgendwie eh schon, ne? Aber echt stark von Rob und Alex, muss man hier echt mal sagen. Ja. Ja. Definitiv. Also ich war auch schon mal bei. Also ich würde es jetzt mal hochgreifen, wenn man so eine Leistung konstant beide Spieler bringt, kommt man mit so einer Leistung meiner Meinung nach safe ins Finale. Wenn man so eine Leistung wirklich jedes Spiel bringen kann. Jetzt fängst du schon wieder an, die Jungs zu. Ja, aber von allen beiden, der Maya ist ja richtig stark, die Runde. Also ich bin ja Maya Main und war echt angetan von dem Maya Gameplay. Also ich war selber überrascht, weil ich ja eigentlich. So ab da, als also das erste Steinfeld weg war, ja, war ich da habe ich auch gedacht. Mit einem Stein und gedacht, ja, oben diese, vor allem das weite weg Steinfeld, komm, baut doch bitte diese Türme mal ein bisschen schneller in die Richtung, ein bisschen die Steinmetze da oben. Ich habe gedacht, da bist du vollkommen. Ja, ich hätte die Steinminen früher setzen sollen, dann wäre es noch ein bisschen besser gewesen, weil Nahrung hatte ich ja ohne Ende. Aber du warst gut genug, Alex, hat gereicht, ja? Ja, gereicht hat. Aber die hätte ich 5 Minuten oder 10 Minuten früher mal zwei, drei Steinminen setzen müssen, dann wäre ich gar nicht so ein Steinproblem reingekommen. Gut. Das sieht sich auch in Grenzen mit deinem Steinproblem, ne? Das war ja nicht voll, also nicht lange. Ja, es war immer wieder so, immer wenn ich was gebaut habe, gefühlt war es rot. Also musste ich mich immer ein bisschen zügeln. Der Laufweg aber, war halt Krebs. Ja, ich hatte zum Glück ziemlich früh schon ziemlich viel stehen, als das erste Steinfeld weg war, stand ja schon sehr viel. Ordentlich. Hat das ein bisschen kompensiert. So, jetzt steht im Chat sogar schon, vielleicht braucht Patrick für den nächsten Stream einen neutralen Moderator. Stimmt, daran wird es gelegen haben. Ich bin absolut, absolut neutral, aber der Rob, der ist halt einfach, das weiß ja auch die Community, es ist mein absoluter Nachwuchstalent. Hart. Er ist halt noch jung, ne? Er ist halt noch sehr, sehr jung, das müssen die Leute wissen, er ist halt noch sehr, sehr lernfähig und hat noch eine gute Auffassungsgabe. Klingt das bei Rob irgendwie so 12, oder? Nein, ich glaube 15, 16 bist schon Rob, ne? Ne, 20 bin ich. 20, what the fuck, ja. Ist trotzdem noch jung. Junger Hüpfer. Ja. Gut, Leute. Also, ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal zum Ende zu kommen, ja. Liebe Stream-Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Morgen gibt es einen spontanen, voraussichtlich zu 99% einen Siedler 2 Livestream, denn ich muss dringend Folgen produzieren. Also, morgen Siedler 2. Ich habe jetzt übrigens auch das Wikinger-Add-on, ich bin voll stolz. Und am Sonntag suche ich mir die 4 besten Siedler 4 Spieler raus. David ist auch dabei. Und dann spielen wir am Sonntag im Stream Defeat the Waves auf schwer. Ja, wurde sich ja gewünscht, dass wir das machen. Das werden wir tun, wenn denn am Sonntag kein Turnierspiel ist. Sein sollte. Stand jetzt ist keins. Also Defeat the Waves sehr wahrscheinlich. Vielleicht kriegt man noch Kevin dazu. Vielleicht kriegen wir noch Siedler-Weltmeister Andorra dazu. Mal gucken. Ja, also das läuft. Programm ist geboten. Vielleicht sogar auch am Samstag ein Livestream. Mal gucken. Wie gesagt, ich muss Folgen produzieren. Ohne Ende. So, und jetzt sind wir am Ende. Liebe Zocker-Lounger, liebe Spieler. Ja, also Alex, David, Sandy, Simon. Danke, Rob, nicht vergessen. Und auch den Flo nicht vergessen. Wo ist eigentlich Flo? Der ist noch unten oder ist schon wieder weg. Mist, ich habe Flo nicht mitgezogen. Egal, also Flo auch nicht vergessen. Danke, dass ihr uns so gut unterhalten habt und alle anderen danke, dass ihr zugeguckt habt. Und in diesem Sinne, gute Nacht. So. Ciao, ciao.